Vielleicht unterrichtet jemand die Kanzlerin, dass es jetzt losgeht. Hören Sie doch mal zu. Wohlstandsneurotiker. Gestört, aber funktionsfähig. Der Podcast. Der Podcast. Damit bin ich am Ende. Bundeskanzler Olaf Scholz. Und hier ist Ihre Frage an den Bundeskanzler. Ja, Herr Bundeskanzler, ich möchte gerne wissen, auf was muss ich mich vorbereiten? Was kommt auf mich zu? Und lohnt es sich für mich in der Zukunft überhaupt noch voll arbeiten zu gehen? Die letzte Frage will ich direkt beantworten, unbedingt. Gerade jetzt durch die vielen steigenden Preise bei Lebensmitteln, bei Energie. Wir haben uns das vorgenommen, schon, dass viele helfen, schreiben wir auch, dass wir nicht sicher sind, dass wir nicht einladen, deshalb erwarte ich auch, dass aus diesen Gesprächen in der konzertierten Aktion noch weitere Maßnahmen kommen. Und hier ist Ihre Frage an den Bundeskanzler. Herr Scholz, was wollen Sie tun oder was gedenken Sie zu tun, um die kleine und mittlere heimische Wirtschaft überhaupt am Leben zu erhalten? Da werden kurzfristige Hilfen nicht helfen. Da muss was Grundsätzliches passieren. Erstmal muss ich sagen, das ist ja wirklich eine große Herausforderung, vor dem dieses Unternehmen und wir stehen und die Bäckerei. Und davor stehen, vor diesen Herausforderungen stehen ganz viele Unternehmen in Deutschland. Das ist auch etwas, was eine Realität ausmacht. Wir versuchen langfristig uns aus diesen Abhängigkeiten zu befreien. Aber das wird uns nicht morgen und nicht im nächsten Jahr helfen, damit zum Beispiel die Preise nicht durch die Decke gehen, vorzusorgen, uns vorzubereiten auf diese Lage. Trotzdem kann ich ja niemandem seriös versprechen, dass das, was in der ganzen Welt passiert, was zu diesen steigenden Preisen führt, auch der Krieg, den Russland gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen hat, jetzt plötzlich aufhört und alle Probleme von einem Tag auf den anderen verschwinden. Wir versuchen nur das Beste zu unternehmen auch. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir eben auch weitere Hilfen durchaus überlegen. Und das wollen wir aber nicht einfach irgendwo in so einer Stube im Kanzleramt machen, sondern das wollen wir mit allen besprechen und daraus entwickeln. Wir haben gerade heute viele Beschlüsse gefasst, dass wir Strom aus erneuerbaren Energien produzieren wollen, damit der auch dauerhaft auf Dauer billiger sein wird. Aber das ist nicht jetzt. Das wird sich hinziehen, bis das dann sich bei den Preisen auch niederschlägt. Wir haben deshalb sehr schnell begonnen, dafür zu sorgen, dass unsere Importstrukturen für Gas verbessert werden, indem wir neue Terminals bauen. Und deshalb versuchen wir jetzt alles, was in unserer Macht steht, dazu beizutragen, dass wir jedenfalls nicht allzu sehr explodierende Energiepreise haben. Wir werden nicht alle Preise runtersubventionieren können. Ich glaube, so viel Wahrheit gehört dazu. Das kann kein Staat der Welt. Das können auch wir nicht, obwohl wir über erheblich mehr finanzielle Möglichkeiten verfügen als viele andere. Aber wir sind gewillt, sehr genau zu gucken, was man unternehmen kann, auch um Unternehmen zu stützen. Deshalb haben wir erstmal alle möglichen Programme, die mit Fördermöglichkeiten der KfW und andere verbunden sind, wieder aktiviert und sind auch dabei, noch weitere auf den Weg zu bringen. Und man kann sich darauf verlassen, dass die Gespräche, die wir führen, in der von mir schon eben beschriebenen konzertierten Aktion ja nicht nur darum gehen, wie helfen wir jetzt Arbeitnehmern. Das ist das eine große Thema, wie wir den Bürgern und Bürgern helfen, mit den Preisen zurechtzukommen. Sondern es geht auch darum, was tun wir für die Wirtschaft in diesem Bereich. Und wir sind fest entschlossen, niemanden alleine zu lassen. Und das gilt für alle Bürgerinnen und Bürger des Landes, aber es gilt auch für die Bäckereien in Deutschland. Es kann nicht funktionieren, dass wir ja, irgendwie versuchen zu überleben, das ist ja keine Zukunft. Das Problem, das wir hier hören, ist ja ein Problem, das uns zeigt, wie groß die Herausforderung noch werden wird. Dass das bei uns allen später durchschlagen wird. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt alles unternehmen, um möglichst gut damit zurechtzukommen. Wir werden nur nicht versprechen können, dass wir verhindern, dass die Gaspreise auf dem Weltmarkt steigen. Wir werden nicht versprechen können, dass wir verhindern, dass die Ölpreise auf dem Weltmarkt steigern. Wir können nur versuchen, das Beste aus der schwierigen Situation zu machen. Das aber wollen wir. Zunächst mal einen Satz würde ich noch sagen. Wir haben ja auch etwas gemacht, was sehr hilfreich ist. Und das kann man nicht akzeptieren. Darum werden wir die finanzielle, die humanitäre Hilfe
Da werden wir auch das, was wir an Waffenlieferungen auf den Weg gebracht haben, weiterführen. Und dazu zählen aber auch die Sanktionen, über die wir uns ja mit unglaublich vielen anderen Ländern verständigt haben. Mhm. Man muss sagen, ich bin der Meinung, dass man jetzt alles auf den Tisch legen sollte und über alles reden sollte. Und man muss auch mit den Russen reden, vielleicht das Nord Stream 2 aufmachen oder dergleichen, dass das irgendwie weitergeht. Ich kann doch nicht dieses Land komplett vor die Wand fahren, weil ich gegen den Krieg bin. Ja, das ist ja alles richtig, aber der Schaden ist unermesslich, der da entsteht. Herr Scholz.